Mit schönen Bühnen ließen sich selbst der Ritter Bär. Die Feine in den Himmel, neben ihm da liegt ein Zwerg. Zwerg! Der Zwerg, das ist ja Otto, und der Berg ein Elefant. Zwerg ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt. Kann ihn runterschwören, Bienchen! Bienchen! Yo, das bin ich, Benjamin Blümchen. Oh yeah, jetzt ist das Ghetto im Zoo. Mein Homie Werther Karl, Mixmaster MC Otto. Block, ihr Hochhausblock, grüßt euch, Baby Blocksberg. Weißt du, deine Eltern haben eine ziemliche Party gefeiert. Was? Um genau zu sein, mein Junge, der kostet genau 237.576,80 €. Weißt du, deine Eltern haben eine ziemliche Party gefeiert. Face down, ass up, that's the way we like to fuck, 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 we like to. Was? Du bist über den Kuhfladen gerollt. Weißt du, deine Eltern haben eine ziemliche Party gefeiert. Fett was Phrasen hier, super lecker essen, Alter. Oh, hier Äpfel und all so ein Scheiß, ne? Oh nein, ich sag noch die Wichser. Keine Angst, Amine, wir retten dich! Ja, geil. Irgendwie riecht es hier nach Backfisch. Ich mag Backfisch. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Jung, feucht und geil, Teil 1 bis 45. Dicke alte Omas kommen heftig. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Ein Playboy-Sammelordner. Nee, da sieht man ja gar nichts. Geht da jemand an meine Pferde-Pornosammlung? Wenn sich bei Erregung das Blut in den Schwellkörpern sammelt, scheiße ich mich voll. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie ich meine kleine Pussy bekommen habe? Du hast sie aus der Sendung mutierte Kacke? Was ist das denn für eine bescheuerte Sendung, mutierte Kacke? Wer guckt denn sowas? Ja, ich. Spermasüchtig, um genau zu sein. Ich glaube, Mann, ich klinge so altklug. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Hey, das ist eigentlich meine Rolle. Jo, ne, hier ist Harry und ich erzähle was über Sperma. Sperr mal die Tür auf. Oh je, ich habe jemanden mit einem flachen Witz getötet. Ja, jetzt ist er wohl tot. Was ist daran denn lustig? Spermasüchtig, um genau zu sein. Ich glaube nicht, dass ihm was am Sex liegt. Es lutscht sogar Einhörner aus. Es tötet sie dafür. Es liegt ihm gar nichts an der Kreatur. Es lutscht einfach jeden aus und... Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin total aufgewühlt deswegen. Ihr braucht nur ein abartiges Mädchen, so eins wie mich. Alles klar, Baby. Nenn mich nie wieder, Baby. Ey, ich glaub's ja nicht, ey. Jungs, seid ihr echt so notgeil, dass ihr euch von irgend so einem Monster im Wald ankacken lassen wollt? Nee, so eklig. Ja, lass uns heute Nacht total den fiesen Streich machen. So was Fieseste, was wir noch nie gemacht haben. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ron, jetzt tu mal nicht so Ich kann es nicht aussprechen. Oh, Ron, jetzt tu mal nicht so theatralisch tot. Aus dem Hermine, seit wann kümmerst du dich um Ron? Du bist sowieso eine komische Persönlichkeit. Zuerst sagst du bist lesbisch, dann hängst du doch mit uns rum und jetzt bist du irgendwie in Ron verliebt? Ich meine... Harry... Es ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Und wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Und das Denken...
Da Hermine mal wieder mit ihrem dicken Gehirn angeben musste, beschloss ich, den fiesen Plan alleine durchzuziehen. Nicht ahnend, dass noch jemand anderes heute Nacht einen fiesen Plan durchziehen wollte. Und wenn ich jetzt nochmal einen fiesen Plan durchziehen sage, dann sind das ganz schön viele fiese Plan durchziehen in einem Satz oder in einem Satzteil, weil das, der Satz ist ja noch nicht zu Ende. Mein Bildschirm ist jetzt ziemlich besprenkelt. Er hat mich mit dem Stein beworfen und seitdem habe ich diese peinliche Narbe an der Stirn, wegen der mich alle auslachen. Und jetzt habe ich Kacke am Schuh. Erstmal Brille aufsetzen. Ich weiß natürlich, wo die liegt. Bonbons! Scheiße. Ich sehe natürlich... Scheiße. Ich sehe Scheiße. Ich sehe tote Scheiße. Jemand hat mir Bonchen geschenkt! Ich war noch nicht fertig! Ich vergebe noch einen letzten! Ich habe, glaube ich, gerade meine Zunge verschluckt. Das ist nicht gut. Auf Gleis 9 läuft ein Mega-Amok. Angula! Angula! Na jedenfalls, deine Eltern sind wirklich in einem Autounfall gestorben. Was? Ich hab und bestell dir noch eine Cola. Ich sollte weniger Cola trinken, bevor ich aufnehme. Fixer. Hey, sag mal, warum nehmen wir eigentlich Waschmaschinen mit in die Schule? Und dann ist es also wahr, was hinzugezählt wurde. Wow, Schleim. Cool. Mach mir Platz. Fettsau. Ich meinte Schwuchtel. Ach, scheiße. Hä? Oh Mann, ich würde echt gerne deine Gedanken lesen, Junge. Aber ich find irgendwie nix. Ein paar von euch müssten damit ja schon Erfahrung haben. Okay. Kleiner Scherz von mir. Jetzt. Ja, ich kann auch mal lustig sein. Gib den Herrn Malfoy. Verstehe ich das richtig? Du willst mit meinen Bällen spielen? Harry, wenn du jetzt den verfickten Plastikball hinterherfliegst, dann hasse ich dich auf ewig. Machst du doch jetzt auch schon. Was für ein Wichser. Wir können ja nicht mit dir schlafen, du bist doch lesbisch. Wisst ihr, seit ich euch kenne, hat sich da einiges geändert. Ein frohes Weihnachtsfest. Idioten. Ausgleis 3 fährt ein der Intercity von Köln nach Düsseldorf. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Alter, kannst auch mal schmatzen, ohne zu essen? Ja, ich lach dann morgen weiter. Hey, Neville! Neville, rede mit uns! Neville, geht's dir gut? Hey, Neville! Neville, ich rede mit dir! Neville, du Arschloch, antworte mir schon! Hey, Hagrid, was hat eine Flöte in der Hand und stinkt? Was hat eine Flöte in der Hand und stinkt? Weiß ich nicht, ist das eine Fangfrage? Hey, Hagrid, was ist Scheiße und stinkt? Scheiße? Richtig! Ich will, dass du mich ansiehst, wenn ich dich töte! Ich will sehen, wie das Licht in deinen Augen erlischt!